Also hallo, Veronika und Ralf, wir kommen aus Wien und sind ein bisschen konträr unterwegs, aber eines können wir sagen, unser Vortrag ist ein Gedicht und heißt Hokus Pokus Lösungsfokus und jetzt kann es losgehen. Okay. Die Welt ist voll von Missverstehen, Problemen und Gewalt. Egal wohin wir uns auch drehen, der Wind weht eisig kalt. Auch wenn wir uns ganz ehrlich mühen, das Beste stets zu bringen, ist da doch meistens irgendeiner gegen das Gelingen. Stell dir mal vor, es gäbe da einen, der wüsste, wie es geht. Ganz gleich, privat oder geschäftlich, dass man dich gut versteht. Dass Widerstände gar nicht kommen, zumindest nicht so viel. Stell dir mal vor, es gibt da einen, der kennt den Lösungsstil. Hör zu und lerne aus den Geschichten, wie du sie vielleicht kennst, wie man kann wirkungsvoll entrinnen dem Widerstandsgespenst. Wir wollen erzählen von dem Weisen, von dem die Welt erzählt, er wüsste stets, was wann zu tun ist und wie man sich verhält. Meine Frau schätzt nicht an mir, dass ich so vieles kann. Wenn sie mir eine Frage stellt, hänge ich die Antwort an. Obwohl die oftmals genial ist, will sie sie niemals hören. Sie sagt, ich würde mit meiner Art statt helfen nur zerstören. Ich gehe mal schnell zu diesem Weisen, von dem die Welt erzählt. Er wüsste, wie in solchen Momenten man sich geschickt verhält. Hokus Pokus Lösungsfokus, dreh doch mal um den Topf. Was deine Frau tatsächlich braucht, ist nicht in deinem Kopf. Anstatt zu sagen, sollst du fragen, was sie tatsächlich will. Und wenn du ihre Antwort ernst nimmst, hast du den Lösungsstil. Geh schnell nach Haus und übe täglich, neugierig zu sein. Und wisse, dass deine Ideen sind gut für dich allein. Mein Team ist halt, wie soll ich sagen, nicht ganz so sehr auf Zack. Sie jammern viel und leisten wenig. Sie führen es eine Plag. Ich habe ja echt schon viel probiert, von liebevoll bis streng. Und doch, wenn ein Termin sich nähert, wird's immer wieder eng. Ich gehe mal schnell zu diesem Weisen, von dem die Welt erzählt. Er wüsste, wie eine Führungskraft sich wirkungsvoll verhält. Hokus Pokus Lösungsfokus. Sag, kennst du denn das Ziel? Weißt du, was jeder Mitarbeiter einzeln erreichen will? Anstatt zu sagen, sollst du fragen, was sie tatsächlich wollen. Und wenn du ihre Wünsche ernst nimmst, dann schöpfst du aus dem Vollen. Geh ins Büro und übe täglich, Ziele zu fokussieren. Und wisse, wenn du das geschafft hast, kann dir nichts passieren. Mein Unternehmen soll agil sein. Jetzt rede ich schon so lange und seit Wochen stehen die besten Coaches und Trainer bei uns Schlange. Doch meine steifen Führungskräfte sehen es nicht ein. Sie weigern sich, was ich auch mache, endlich agil zu sein. Ich gehe mal schnell zu dem Weisen, von dem die Welt erzählt. Er wüsste, wie agiles Vorgehen in Firmen Einzug hält. Hokus Pokus Lösungsfokus, lass dir doch bitte Zeit. Es sind die winzig kleinen Schritte, die führen zur Seligkeit. Agil sein, das heißt auch Vertrauen, dass jeder, wie er kann, nach seinem Tempo Bestes leistet. Nur so kommt ihr voran. Lehn dich zurück in deinem Sessel und übe, dich zu freuen. Bemerke jeden kleinen Fortschritt. Du wirst es nicht bereuen. Ja gut, nur weißt du, meine Leute, die machen alle nix. Ich fürchte, dass ich da ganz schnell anstehe mit diesen kleinen Tricks. Ich sehe mich da im Sessel sitzen und warten ohne Ende. Was hilft das, wenn der Wille fehlt für die ganz große Wende? Sag mir, du guter alter Weise, von dem die Welt erzählt. Du wüsstest, wie ich's richtig mache. Wie kriege ich es umgestellt? Hokus Pokus Lösungsfokus, es ist so vieles da. Ein jeder hat Potenziale und kennt sie wunderbar.
Sie rauszufinden und zu nutzen, das ist die wahre Kunst. Das motiviert die Mitarbeiter, bringt dich in ihre Gunst. Sprich offen stets mit deinen Leuten, frag, was sie gerne machen. Denn nur wer im Job voll dabei ist, kann Feuer neu entfachen. So hält der Weise für all jene, die suchen zu ihm kommen, stets eine Antwort schon parat und die wird gern mitgenommen. Zum Beispiel soll man weitermachen, was schon gut funktioniert und lernen aus alten Erfolgen, dann läuft es wie geschmiert. Manchmal, da dreht er zur Geduld und dann zur Aktion. Stets soll man sagen, was man will, alleine das hilft schon. Und ist der Weg zum Ziel verstellt, dann macht er sich nichts draus. Er sagt, dann wählt von all den anderen Wegen einen aus. Wäre das nicht schön, den alten Weisen tatsächlich gut zu kennen? Sollen wir heute im Geheimen dir seine Nummer nennen? Dann könntest du, was auch geschieht, den Weisen stets befragen. Und er würde, so ist er halt, dir, was du brauchst, auch sagen. Wir würden, doch du ahnst es schon, so einfach ist das nicht. Weil auf der ganzen Welt nur einer kennt sein wahres Ich. Du kannst allerdings selbst entscheiden, und das macht's gut zum Schluss, wann du den Weisen willst befragen und wann du leiden musst. Der Hokuspokus-Lösungsfokus, wenn du das willst, ist hier. Er schlummert, zaubert und erwirkt, wenn du ihn lässt in dir. Und dieser gute alte Weise, von dem die Welt erzählt, er wüsste alles, bis du selber. Drum hör auf dich, es zählt. Wow, wow, wow.